Sant Elm, ein wunderschöner Küstenort. Direkt vor Sant Elm liegt dann die Insel Sa Dragonera. Ist ein reines Naturschutzgebiet, kann man mit dem Schiff dann von hier übersetzen und besichtigen. Ja, ist beides wirklich sehr sehenswert. Der Sant Elm wirkt sehr idyllisch. Jetzt im Januar, wenn ja so quasi gar nichts los ist und der Ort richtig verschlafen ist, hat er nochmal eine ganz besondere Ausstrahlung. Am Ende von Sant Elm, von dem Ort, gelangt man übrigens zu einer unbefestigten Straße. Die sollte wohl irgendwann mal gebaut werden, also die Bordsteine stehen am Anfang noch, aber ja, also die ist total unbefestigt. Wenn man da entlang geht, hat man zum einen einen wunderschönen Blick auf die Insel Sa Dragonera und irgendwann endet, die wird dann immer schlechter, diese Straße, irgendwann endet sie. Und jetzt zu dieser Örtlichkeit mein Geheimtipp. Wenn ihr am Ende von dieser unbefestigten Straße seid, muss man ganz genau hinschauen. Da führt dann ein entsprechender kleiner Weg, Wanderweg, mitten durch die Natur. Zauberhaft schon mal, den Weg hier entlang zu gehen. Und man gelangt dann, wenn man auf diesem Wanderweg bleibt, gelangt man dann zu einem ehemaligen Wachturm. Den Namen schreibe ich euch mal unten in die Beschreibung. Das ist von hier jetzt nochmal ein entsprechender Fußmarsch. Und ganz wichtig, zum einen braucht man festes Schuhwerk, also Wanderschuhe am besten. Man muss auch ein ganz klein bisschen schwindelfrei sein, weil der führt dann genau hier an der Steilküste, an den Klippen entlang und ist dann wirklich nur ganz schmal. Also ist aber ein absoluter Geheimtipp, mache ich, weil es heute schon so spät ist, bei einem nächsten Besuch. Und ja, da nehme ich euch dann auf jeden Fall mit und zeige euch genau, wie dieser versteckte Weg dann dorthin führt. Ich verspreche es.